Gefährlich ist der ganze Spaß, wo wir hier gerade sind. Hier ist zwar ein Checkpoint, was ja wirklich sehr gnädig vom Spiel ist. Nur leider haben wir null fucking Leben. Das heißt, wenn wir hier drauf gehen, dürfen wir das ganze Level nochmal machen. Und da haben wir alle keinen Bock drauf, oder? Nun ja, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es riskieren. Da drüben ist schon recht früh der Alarm. Wow, bitte nicht zu weit, Sly. Aber trotzdem muss man da erstmal hinkommen. So, hier warten wir ab, weil da schwenkt es relativ schnell wieder nach links. Und jetzt haben wir viel Zeit. Scheiße, mit Gegner. Nein. 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 Fuck. Fuck. Ich muss das alles. Oh nein. Nein. Okay, ein Hufeisen haben wir. Okay, das war's. Das war's noch nicht? Alter! The fuck? Das Ding ist immer noch nicht umgedreht. Alter, zurückspringen ist so assi. Okay, wir können es noch schaffen, wir können es noch schaffen, wir können es noch schaffen. Komm! Komm! Jetzt! Ja! Holy shit! Ich habe meinen Controller schon weggelegt gehabt, weil ich dachte, das war's. Uida. Okay. Ein extra Leben wäre jetzt mal super. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Checkpoint hin oder her. Wir sind tot, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen. Okay, passt. Ganz ruhig. Also ich glaube, das hier ist wirklich gerade so spannend. Okay, da ist der Krokodilskopf. Scheiße, irgendwas befürchte ich da Schlimmes. Scheiß drauf. Ich weiß nicht genau, wo ich hin soll. Wo bin ich jetzt? Hätte ich das tun sollen? War das richtig? Ich will gerade eigentlich nur noch das Level schaffen. Langsam eine Befürchtung, das war keine gute Idee. Ach, hier sind wir jetzt. Aha. Was wäre passiert, wenn ich da weitergeslidet wäre? Wir kommen zum Schlüssel. Boah, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank. Da habe ich eh so gut wie fast keine Schlüssel gehabt, Flaschen gehabt und da waren noch end viele. Aber hier, Leute, bin ich gerade einfach nur noch froh, dass ich das geschafft habe, weil das hat es wirklich in sich, das Level. Und mit null Scheißleben. Also hatte ich eh nicht sehr viel Hoffnung. Okay. So, direkt weiter. Und da sterbe ich dann direkt am Anfang. Was bist du? Zur Hölle? Geisterhafte Reise. Das Fahrzeug scheint mit einer Art Energiekanone ausgerüstet zu sein. Benutze den linken Analogstick zum Bewegen und den rechten Analogstick zum Zielen. Nicht vergessen, du kannst immer in eine Richtung schießen und dich in eine andere bewegen. Klingt irgendwie kompliziert. Ah, okay, wir haben Dauerfeuer. Boah, das ist ja endkompliziert. Ey, leckt mich am Arsch. Okay, probieren wir's. Ach du Scheiße, wir sind jetzt auf so einem Boot auch noch. Mal jetzt einfach mal alles kaputt. Oh! Ja, egal, ich wollte eh am Anfang des Levels sterben. Weil dann kann ich jetzt wenigstens, habe ich wenigstens wieder 5 Leben. Und jetzt weiß ich auch, dass da die Geister kommen. Passt schon. Alles okay. Ich glaube, ich kann. Nee, ich kann die nicht kaputt machen. Doch, die kann ich kaputt machen, okay. Na, solange ich nicht selber sehr viel fahren muss, ist das ja mit der Bewegung nicht so schlimm.
wenn du aber beides kombinieren musst, dann wird's ätzend. Da macht den Scheiß kaputt. Gut. Aber das Gefühl. Oh, jetzt verstehe ich, was mit Bewegen gemeint war. Ja, machen wir noch ein bisschen. Boah, zwei auf einmal ist ja mal ein bisschen asi, ey. Fick die Oma, ey. Nee, danke. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Checkpoint. Passt. Boah! Oder hat er eine nette Barrikade aufgebaut? Aber da werde ich doch wohl hoffentlich irgendwie durchkommen. Ja, und ein extra Leben. Sehr gut. Und viele Münzen, das riecht nach einem Hufeisen. So, ganz ruhig jetzt. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay, also nur geradeaus. Dann hole ich mir jetzt mein Hufeisen. Here we go. Wo geht's weiter? Hier. Kann ich da rüberfahren? Okay. Oh ja, ich sehe schon. Hier ist so ein dämlicher Turm. Scheiße. Boah, ich muss erst die Barrikaden zerstören. Okay, das macht das Ganze doch etwas anspruchsvoll. Komm. Geh mal ein bisschen nach vorne und wieder ein bisschen zurück. Okay, einer ist kaputt, dann ist schon mal die halbe Miete. Passt. Okay, das Schlimmste, glaube ich, zumindest in dem Bereich geschafft. Hier gibt es viele Münzen. Das sollte ich schon mitnehmen. Okay, der Geisterparcours geht jetzt in die nächste Runde. Jetzt ist... Oh, das ist echt unfair, Mann. Geister und der Typ, ey. Okay, Geister schon weg. Und der Typ auch. Passt. Wieder ein... Also verdammt abwechslungsreich sind diese Minispiele. Muss ich dem Spiel echt lassen. Ich finde es fantastisch. Hätte ich nicht erwartet. Also bisher kam noch keins zweimal. Sehr geil. Ein paranormaler Scanner sagt, dass dieses fließende Gebräu in Wirklichkeit hoch aufgeladenes Ektoplasma ist. Das muss die Kraft der Grabsteine. Okay, Ektoplasma... Also doch keine Kühe. So, Checkpoint, sehr schön. Wow. Wow, das ist ja hart, weil ich mir auch noch zwischendrin den Weg frei machen muss. Wow! Alter Verwalter! Das ist so heftig, ey. Ihr habt gar keine Vorstellung, wie so schwierig das hier ist zu lenken. Steuern, schießen, oh fuck, alles gleichzeitig. Das ist sowas von einer harte Nummer. Okay, er ist down. Puh, okay. Ach ne, jetzt auch noch zwei. Und so viel Scheiße dazwischen. Boah, also immer schön in Bewegung bleiben. Und kaputt machen. Läuft. Wow, die Welt hat's echt in sich. In allen Bereichen. So, jetzt sind schon drei Geistertürme. Boah, ey, das ist übertrieben, Mann. Das ist echt übertrieben, weil es mit Barrikade auch. Ich meine, die Geister sind jetzt nicht besonders helle und sehr schwierig, aber... Boah, da wäre ich fast gerade gestorben. Einer muss weg. Okay. Drei sind nämlich schon echt heftig. Okay, da war es nur noch einer und mit einem komme ich natürlich ganz gut klar. Und vor allem, die haben jetzt schon zwei Barrikaden, habt ihr das gesehen? Krass. Okay, wir haben es, glaube ich. Ja! Das war quasi der Endboss des Levels. Puh, das war wirklich... Das konnte was. Ja, yeah, damit haben wir wieder zwei Schlüssel. Und wir müssen zum nächsten. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal da hoch. Denn...
Heimischer Herd. Ist das ein Level? Ah ja, Tatsache. Heimischer Herd. Sind wir jetzt genau auf der anderen Seite dieser Barrikade? Ach scheiße, ein Schlüssel fehlt doch noch. Das brauchst du doch noch gar nicht machen. Einer fehlt noch. Und das ist dann wohl der im heimischen Herd. Klingt verrückt. Was uns da erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Sly Raccoon.